meine Lieben, Money am Start hier. So, wir gehen jetzt mal rein, gucken mal, was hier läuft. Machen wir mal einen Kauf hier. So, das ist noch ein bisschen Rest hier von einem anderen Part. Gucken wir mal, vielleicht können wir irgendwas ergattern. War gestern und vorgestern mal wieder ein bisschen in den Spielhölle, mal ein bisschen so, ne? Habt ihr ja gesehen, nochmal hier Video, da Video. Aber wenn da alle losgeht, ey, oder abgeht, ey, kannst du keinem mehr erzählen, Mann. Egal, was du spielst, wie du spielst, da passiert ja überhaupt nichts mehr. Da muss ich wirklich sagen, 2 Euro wieder irgendwie Spiele gehabt. Bei Faust, dies, das, keine Ahnung. Da kommt gar nichts mehr. Kollege dann da gewesen, sagt der Bruder, ich hab jetzt die Schnauze voll. Ich sag, was machst du? Hat er sich mal sperren lassen. Sagt er, ist das Beste, was ich tun kann. Die Scheiße hat jetzt mal ein Ende. Der ist auch schon über, weiß ich nicht, zwischen 10, 15 Jahre dabei mit Zocken oder 10, 20 Jahren irgendwie sowas. Das ist das Beste, was du tun kannst, Mann. Wenn du da keinen Bock mehr drauf hast und so weiter und so fort, dann mach das. Aber ich kann denn da auch eigentlich nur zustimmen. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schon hallentechnisch wirklich, wo er das heute gemacht hat, war ich auch schon kurz davor, mit dem zusammenzuziehen. So, ne? Dass ich gedacht habe, ey, ne, eigentlich ist das wirklich das Beste. Weil da passiert ja eh nichts mehr. Die Automatenzeit ist vorbei, der Spaß ist vorbei. Es gibt einfach keinen Spaß mehr. Das ist einfach so, das muss man sich vor Augen halten. Das sei denn, du wuchselst da den ganzen Tag mit 10, 20 Cent rum. Muss auch jeder selber wissen, sage ich immer wieder. Aber für mich selber ist das nichts. Und das ist einfach so. Du musst groß spielen, damit du auch groß gewinnen kannst, weil sonst wird das da nichts. So, wenn du mal auf 20, 30 Cent irgendwie 200, 300 irgendwie triffst mit irgendeinem Scheiß da, dann hast du halt Glück gehabt, aber ja. Jeder, der Automaten spielt, der weiß, wie schnell 200, 300 wieder drin sind oder sonst irgendwas. Aber, ja, keine Ahnung. Also, ne, wenn ich nicht manchmal so denke, ja, komm, mach's nur auch so ein bisschen Spielhallen-Content für die Leute, die gerne die Spielhallen-Geschichten gucken, dann hätte ich da wahrscheinlich heute auch mitgezogen. Hätte da, weißt du was, leck mich am Arsch. Ne? Aber klar, das war jetzt so das Einzige, was mich so ein bisschen abgehalten hat, wo ich gedacht habe, ja, eigentlich war es selber schon da seit Ewigkeiten keinen Bock mehr drauf, weil einfach keinen Spaß mehr macht. Aber das ist wirklich die einzige Story so, ne, weil viele gucken halt gerne diese Online-Story hier. Schade, mies. Aber viele gucken halt auch noch gerne diese Hallengeschichten, ne. Aber ich kann einfach nur jeden empfehlen, ey, spielhallenmäßig. Also wenn jemand sagt, der hat keinen Bock auf online, ist das ja in Ordnung, ne? Aber bevor er dann weiter in die Spieler geht, ey, dann zockt gar nicht mehr. Lass. Ohne Scheiß. Da tut er euch den größten Gefallen mit, weil keine Ahnung. So leer, wie in letzter Zeit die Spielhallen sind oder so viel, wie die meisten Leute am Meckern sind oder was weiß ich. Egal auf welchen Fächern. Klein, groß, was weiß ich. Teilweise nicht mal Freispiele irgendwie in einer Stunde, aber 60 Euro am Arsch und dies und das. Nee. Dann lasst es lieber sein, Mann. Und ich glaube auch heute für den Kompanen, ich glaube für den war das auch so, wie soll ich sagen, ihr wisst ja, wenn man schon längere Zeit vielleicht einen Klotz am Bein mit sich schleppt, den man aber dann erledigt, so irgendwie, war das auch irgendwie eine Erleichterung gewesen. So. Du konntest, also ich habe das auch gemerkt, so, wie gesagt, der Bruder, das ist besser.
ne, die Zeit ist jetzt vorbei und dies, das, jenes, hat man wirklich richtig gemerkt. Eine Seite muss ich auch ehrlich sagen, ich war auch stolz auf den, ich kenne ihn schon Ewigkeiten, wir sind damals auch zusammen groß geworden, dies, das, jenes, fand ich auf jeden Fall mega Aktion und ja, wie ich immer wieder sage, ich kann das dann auch einfach nur jedem auch empfehlen, ich bin ja kein was weiß ich was, ne? So, ich spiele ja selber auch noch, nur ich kann einfach nur oder will einfach nur sagen, dass das eine super Entscheidung ist, wenn man es macht und wenn man es durchzieht dann, ne? Und nicht, dass ich nachher wieder in den Kommentaren lese, ja, meine, aber du spielst ja selber, bla bla. Das Gelaber will ich mir gar nicht reinziehen, deswegen ziehe ich denjenigen direkt schon den Zahn, bevor der irgendwie so einen Krempel schreibt überhaupt. Komm, mach keinen Scheiß. Och Mann, warum fährst du überhaupt denn da dran vorbei, du blödes Vieh? Mann, Mann, Mann. Genauso wie ich wieder in den Kommentaren. Ey Leute, spart euch einfach die Kommentare. Ich antworte schon mal, ich sehe die Kommentare auch. Ne? Ich werde die auch dann dementsprechend auch hier in den Videos dann auch beantworten oder sonst was. Ja, Mann, ihr kriegt das Geld gestellt vom Casino. Ja, klar, logisch. Das ist genauso wie in der Spielhalle. Da kommt der Chef auch jeden Tag zu mir und sagt, ey, Manni, du bist hier, ey, gib dem Manni schon mal 500, ne, ist Spielgeld aus meiner Tasche. Ja, klar. Keine Ahnung, ey, Leute, ihr habt manchmal echt Gedanken, ey, wo ich denke, keine Ahnung, wo nimmt ihr euch diese Dinge her? Vielleicht ist das bei anderen so, ja, aber ihr könnt nicht immer alle über einen Kamm dann scheren, so, ne, du sagst, ja, bei dem ist das so, ja, dann muss das bei dem ja auch so sein. Naja, das ist nicht so. So, wäre das so, wäre ich auch so. Dann würde ich sagen, ja, ist von denen, ne, die geben mir jeden Tag Beispiel, was weiß ich. Ich sag jetzt einfach mal, die geben mir jeden Tag 500 Euro zum Spielen. Ja, dann wäre das einfach so. Ist aber nicht. So, damit die Leute, die so eine Scheiße schreiben, dann auch einfach mal wissen, dass das nicht ist. So, wäre das so, bin ich bestimmt nicht derjenige, der sich hier versteckt oder sonst irgendwas. Sondern sage ich, das ist so, wie es ist. Und jetzt. Was macht das denn anders? So, aber da das nicht der Fall ist, hoffe ich, dass ich das hier einmal sage und damit hat sich das Thema dann auch für mich erledigt. Weil sowas ist mir zu doof, jetzt mal irgendwie so eine Scheiße zu lesen. Dann brauchen viele sich auch nicht zu wundern. Ja, Mann, ich habe dich doch letztes Mal schon gefragt. Ja, Leute, es gibt halt Sachen, da habe ich auch manchmal gar keinen Bock, die zu beantworten, weil die mir einfach zu doof sind. Ist doch klar. Aber das ist ja halt immer schon so gewesen. Ne? Das auch bei vielen so, weiß ich nicht. Vielleicht auch manchmal der Neid da einfach spricht oder was. Ey, keine Ahnung, ich weiß, worauf man irgendwie neidisch ist oder so. Wenn jemand irgendwie was machen kann, was ich vielleicht nicht mache oder wie auch immer, sage ich, ey, korrekt, schön. Oder sonst irgendwas. Aber manche, glaube ich, ey, keine Ahnung, nur weil die sich dann verbrannt haben in der Spielo oder im Casino oder online oder was weiß ich wo, haben dann jedes Mal dicke Eier und wollen dann den Frust auf irgendwelchen Kanälen ablassen, ey, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das da Ding ist, genauso wie in der Spielhalle, du machst ein Spielhallen-Video, bist am Spielen, denkst dir, ach komm, weißt du, machst du noch mal ein paar Videos für die Leute, die das sehen wollen. Ja, Manni, da ist aber ein bisschen leise da, das hört so an, als wenn du im Keller bist. Ja, klar, sogar ich habe mir noch 80 Meter tief von Buddel ein Loch gebuddelt und sitze da unten. Ey, keine Ahnung, ey, was kann ich denn dafür? Wenn es nach mir geht, ich kann jeden Tag spielen. Bei mir ist das scheißegal. So geht es aber darum, wenn die Leute abgebrannt sind oder die Halle leer ist oder was weiß ich, ist doch klar, dass es da leise ist. So, und ich werde da bestimmt keine Runde irgendwie durchfilmen, dass jeder alles da sieht und vielleicht der ein oder andere dann weiß, ah, okay, der Mann ist da und da zum Beispiel, weißt du? So, wenn mich einer trifft, ist das kein Problem, aber ich werde da bestimmt nicht irgendwie die ganze Halle filmen. Weiß ich nicht, ich brauche auch keinen mehr was zu beweisen, ey, keine Ahnung. So viel Geld hier für den Dreckskanal verpulvert. Ich glaube, da habe ich nicht nötig hier für dreckige Spielhallenvideos für ein paar hundert Euro da irgendeinen Quatsch mit Soße zu vertellen.
Viele sagen immer, Manni, lass dich nicht triggern. Also eigentlich lache ich auch darüber, ne? Aber es gibt halt manchmal Sachen, ey, wo ich denke, ey, Junge, da muss ich aber unbedingt mal was zu sagen, ey, weil mir sowas auf den Piss geht. Die Leute, die mich kennen und die auch wissen, dass ich derjenige bin hier, so, ne? Die sehen mich da eigentlich auch jeden Tag, ne? So, keine Ahnung. Deswegen, man, lass mal manchmal ein bisschen diese, weiß ich nicht, ey, die Hallos, die manche Menschen da haben, ey, dann lass sie mal lieber ein bisschen, stell die mal hinten an oder was. Ja, komm, Junge, jetzt machst du mal einen Durchmarsch hier. Einen Schluck saufen. Hier ist mal eine gute Position hier. Leider auch noch schrottiger. Ja, Achtung, krach nur die Mäuse gerettet hier. Naja. Das ist das Gelbe von mir her, Mann. Nee, absoluter Schmutzpeter hier. So, Einkauf machen wir noch. Dann würde ich mal kurz in eine Pause reinschmeißen. Jawohl, die sind die ersten 20 Euro. Position. Ja, hier Pisszeichen da, Mann. Okay.
Säcke mehr, Mann. Okay, jetzt gibt's noch mal ein bisschen was. Beim Auto. Natürlich nicht. Aber ja, gut, komm, sind wir in der Session Pari rausgegangen. Machen wir mal Stopp. Gleich geht es weiter, Mann.